willkommen, die Leute, zu dieser neuen Ausgabe von der Sandal News. Ja, gefühlte Jahrzehnte kam jetzt keine. Jetzt ist es endlich wieder soweit. Und zwar auch zu Rest, denn wir haben einiges zu klären und aufzuholen. Und dies machen wir in dieser Ausgabe von der Sandal News. Ja, schön, dass ihr da seid. Die Sandal News ist ein Format, das gab es sonst oft. Deshalb kennt das vermutlich der ein oder andere noch nicht. In dem Format geht das ganz vereinfacht gesagt darum, es ist alles rund um meinen Sandal einfach auf den aktuellen Stand bringen. Ne, es holt es immer mal wieder raus, das Format, wenn ich denke, jetzt braucht es das halt gerade, weil es irgendwelche sauwichtigen Informationen von mir gibt. Oder geht da gar nicht rüber, verdammt. Und dies ist jetzt zum Beispiel auch der Fall. Ist nie lang, meistens so 5 bis 10 Minuten, weil es einfach nur ein paar wichtige Sachen erklärt. Es sind einfach nur ein paar Runden jetzt, wo es ein paar wichtige Sachen sagt. Genau. Also, schön, dass ihr wieder angestellt habt, diese Ausgabe von des Handy News. Genau. Ja, was gibt's Neues? Relativ viel. Vor allem, es war ja durchaus jetzt in letzter Zeit, ich will nicht sagen AFK, aber doch so des Öfteren, seit war es das alles inaktiv. Das war relativ lang so, ich habe auch seitweise gesagt, ja, jetzt geht's wieder besser weiter und dann war es doch nichts. Das weiß ich auch, das ist komplett bewusst, das war auch nicht so geil für euch, weil ich da wohl so eine relativ große Community habe, die durchaus auch halt erwartet von mir und das ein gutes Rest. Dass ihr Videos bekommt und Livestreams, ne? Also war es langsam so, Schule, wie ist das, wie Balance ist das, und es hatte auch privat eine sehr große Umstellung, so was Schule und man sonst dieses Privatleben betrifft, ne, das halt als Sache ist. Beispiel früher war es wirklich nur ein durchschnittlicher bis nicht guter Schüler und wissen, aber jetzt bin ich wirklich gut nach oben, weil ich habe wirklich jetzt stabile Noten und schau auch sonst, dass es wirklich gut werde in der Schule, aber zumindest vor. Und ja, es soll einfach, dass ich mein Leben besser in den Griff bekommen, in Anführungsstrichen. Und da bin ich meiner Meinung nach auch auf einem ziemlich guten Weg dessen. Und eine Sache, die ich da in diesem Rahmen halt auch wieder in den Griff bekommen möchte, ist einfach YouTube. Ja, heißt Videos, Streams und so weiter und so fort. Und das war wieder regelmäßig festzumachen. Dem wird auch so sein. Jetzt brauchen wir irgendwie gerade keinen Schutz. Das wird mir ziemlich bald den Rücken. Wie ist der an mir vorbeigeknallt? Haha, geil. Wenn ich das jetzt das erste Heimfahr, ey, ist feierst du. Dann ist immer direkt ein geiler Start in die Sandal News und dem ist so. Ist das nicht geil? Ist immer erster geworden. Erste Runde. So gehört es das. So, wir haben zwar noch nicht das eigentliche Thema angesprochen, aber egal, das machen wir in der nächsten Runde. Oh, ist der einzigste Deutscher. Krass hier. So gehört es das. Also, mit dem eigentlichen Thema geht's los in der nächsten Runde. Bleibt dran. Nächste Runde, neues Glück sozusagen. Ja, ich merke gerade, bei mir ist irgendwie noch oben dieser komische YouTube-Tab drin. Ich schaue, dass ich den mal aufs Screen rausmache bis zur nächsten Runde. Vor allem, was fahre ich hier zusammen? Hilfe! Mein Controller hat gerade einfach nicht reagiert. Hä? Egal. Es war wieder sehr geil hier. So, auf jeden Fall, ihr merkt schon, ich cutte einfach das irgendwie zusammen, das halt ein logisches Feuer gibt, war das halt ein Offline-Bruchzeit ist. Ja. Das Schöne an Videos, ich kann das alles rauscutten, was unwichtig ist. Und wenn ich das so ansehe, sollte ich meine Skills natürlich auch rauscutten. Weil es auch bei mir der Ton verabschiedet hat. Ich liebe meine Technik, ich liebe sie. So, ja, um was ist das eigentlich gehen? Es gehört nicht darum, dass mir so mal ein Turm ist oder sowas, nein, ganz im Gegenteil. Sondern über, ja. Ich sag mal so ein bisschen, wie es hier so die nächsten Tage und Wochen weitergeht auf dem Sand. Ich weiß, es hat das schon öfter gebracht, klar, versprechen nicht das, aber das, was ich jetzt sage, meine ich die Sachen nicht so. Wieso ist meine Facecam auf einmal kaputt gegangen? Hilfe, was ist da los? Das funktioniert jetzt alles wieder super, ja? Ich kann es gerade probieren, ein bisschen zu richten, dadurch, dass ich jetzt die Rakete habe. So, jetzt hat. Haha, es hat geklappt. Jetzt passt wieder. Ja, auf jeden Fall, Thema Sandal. Ich will jetzt wieder aktiv Videos ins Stream springen, probiert zumindest. Das ist im Schule vereinbar. Hab aber einen relativ guten Mittelweg gefunden, wie ich sowohl noch schaffen muss, um die ganze Schule-Rot zu kümmern, also Schule, als auch halt meine Stunde am Tag ab ins live stream, ne? Videos durch das größte Teil, also am Wochenende vor offenen nur Zeit habe, und das klappt jetzt auch. Und Livestreams will ich ab jetzt einmal täglich machen zu Anime Crossing, vielleicht sogar zweimal, je nachdem. Und da will ich einfach Community Games machen. Immer abends um 1 damit nur täglich Stream ist. Und das ist eine tolle Sache. Ne? Bis auf Montag.
Und mal sehen, also zumindest habe ich vor, so alle ein, zwei Tage, 21 Uhr sehen, weil ich streamen und das wieder jetzt normal zu machen, so wie halt früher. Weil ich finde, das gehört einfach dazu. Das ist toll, das macht Spaß. Das sagt mal Games und das ist eigentlich auch die eigentliche Message, die ist in dieser Sandal-Use hier. Ja, genau, das müssen diese Spasten da jetzt noch hier abknallen mit der Scheiße, ey. Wenn ich gerade noch sehen überholt hat, dann hat alles wieder abgeknallt. Ja, so ein Scheiß. Ey, das ist so nervös. Egal, nächste Runde. Erklärst noch ein bisschen weiter, was es eigentlich vorhat. So. Ja, ein Rennen haben wir noch auf einer von meinen Hasstrecken. Also das wird wieder so knurras werden. Aber egal. Ja, zum Thema Sandal Use, ne? Wie gesagt, ich plane es wieder regelmäßig Upload zu bringen. In der Hoffnung, dass es klappt, weil. Wieder auch wieder aktiv sein. Man macht es auch mehr Spaß, ne? Gut, es hatte jetzt wirklich meine Zeiten der kompletten Demotivation. Ich dachte, oh, komm, überhaupt kein Bock und alles, aber doch, das hat Bock und ich will aber hier Videos machen und das, ja, hat das alles wieder ein bisschen eingelenkt, ne? Ich werde da auch nächstes Mal ein bisschen genauer drauf nochmal eingehen. Da wird es wieder ein bisschen Reden-Video geben, das schöne, traurige Format. Da gibt es nämlich wirklich, diesmal wirklich was zu bereden, weil. Ja, es ist. Nein, ich will nicht rumlügen. Es ist schon wirklich viel passiert in letzter Zeit und ich hatte durchaus auch die Gedanken, mit YouTube komplett aufzuhören. Habe es wirklich des Öfteren in letzter Zeit damit gespielt und war sogar kurz davor, es tatsächlich durchzuziehen. Nur ich habe mich dann irgendwann doch wieder besonnen und gedacht, komm, jetzt probierst du nochmal und es macht wieder so viel Spaß. Deshalb, nein, um Gottes Willen, ich höre es auf. Ich meine, ich habe mir nicht umsonst hier meine 4 Jahre, nächstes Mal 5-jähriges Jubiläum zusammengebaut, dafür, dass ich sozusagen hier aufhören. Oh Gottes Willen. Ja, es sieht das hier aus Hobby Doors, auch noch die nächsten Jahre und das wird auch so weit bleiben. Gut, zeigt es halt ein paar Jahre dann mit Abi und Studium, wie das Ganze dann halt wird, aber ich denke mal, irgendwie schafft man, kann man immer Zeit schaffen. Und das ist ganz klar dafür. Ja, also nur weil man jetzt Abi macht zum Beispiel oder halt dann irgendwas studiert. Kann man keine YouTube-Serie machen, das halt ist für ein wahres Gerüst, das ist schon. Das ist meine persönliche Meinung zu dem ganzen Spaß. Deshalb, ja. Nein. Deshalb sehe ich das alles persönlich auch relativ gelassen. Ja. Genau, nur damit ihr eben wisst, deshalb ja, auf jeden Fall, es hat mich wieder besonnen, es wird hier weitergehen mit Livestreams und Videos. Wie gesagt, wir Livestreams, gut, es geht täglich zu machen, wird nicht immer klappen, aber es haut, das ist auf jeden Fall Seite. Relativ häufig klappen wird, so. Und dann letztendlich werden wir sehen, ne? Es planen wieder Projekte, Let's Plays Projekte und so weiter, aber über die werde ich demnächst mal reden. Das mache ich jetzt nicht, wenn ich hier im Stream, also, das Handy News aber nächstes Mal, ne? Die eigentliche News in Anführungsstrichen, die es einfach vorerst geben sollte, ist, es geht weiter, auf jeden Fall. Und wir haben das Rennen mit ersten Platz begonnen und werden es voraussichtlich auch mit ersten wieder aufhören, wenn es nicht mal so viel... Scheiße! Ach komm! Nie in der Abend von Taglum, aber das ist erst belastend. Ja, Vierter! Genau! Wenn er Hurt zumindest kurz vor dem Ziel nochmal erwischt hat. Ja, genau! Was ist da passiert? Lange so, sicher, dass es Erster werde. Oh nein! Der komplette Rotz! Der komplette Rotz! Oh nee! Das ist so belastend! So ein Scheiß! Alter, er hat mir so ein. Ich wollte so mit dem ersten Platz anfangen, mit dem ersten Platz aufhören, aber nö! Morgenmann hat Tammer gesagt, ne? So ein Scheiß! Nein, so ein Scheiß, das ist ja gerade Mist, jetzt Tieres, aber egal, was soll's, das soll's mit der heutigen Sendung los gewesen sein, jetzt, es bedankt mich ganz herzlich beim Zusehen, morgen, am Dienstag geht's aus dem Fall versprochen los mit Animal Crossing, heute, da dann ist wegen der Sendung los und allem drum dran, Gamer Kazau, hat's doch ein bisschen mehr gedauert, das zu produzieren, aber morgen, Animal Crossing aus dem Fall am Start und morgen am Dienstag um 21 Uhr wieder Splatoon 2. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Und ciao.